Also jetzt bin ich gespannt. Digga, was war das für ein Screenshot? Lol, geil. Okay, 30 Minuten. Halleluja, wir gehen rein. Ich reagiere auf meine Saisonprognose. Gott im Himmel, das wird ja jetzt, das wird ja sehr interessant. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen auf meinem Zweikanal Bros. Okay, Slack, chill ein bisschen. Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen auf... Hast du es vom Sound oder ist es zu laut? Bros, Freunde, ich hoffe, bei euch ist alles fit. Ihr habt schon im Video gesehen. Bundesliga-Prognose. Ich habe mir wieder meine wunderschönen Notizen gemacht. Es ist leicht asynchron, ne? Das war früher, waren meine Videos immer so einen halben Mühe asynchron. Das heißt, wir werden heute wieder Meme-Potenzial für nächstes Jahr im Mai 2022 suchen, wo ich auf diese Prediction... Ja, wer irgendeine Platzierung spoilert, wird für eine Woche getimeoutet. Ich möchte mich überraschen lassen. ...reagieren werde und wir werden uns wieder zusammen ausmachen. So, sollte passen. Heute gibt's Bundesliga-Prediction, erste Liga, habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen. Ich habe extra lange gewartet, wie es geht, weil das Transferfenster ist jetzt noch über 2 Wochen offen und... ich hätte es auch schon vorher machen können, aber dann ist immer ein bisschen schwierig, weil einige Mannschaften jetzt auch vor allem in der letzten Woche noch was geholt haben und auch noch holen werden. Deshalb finde ich, ist es immer ein bisschen schwierig, aber Stand jetzt 13. August frühmorgens wäre das meine Prediction. Lasst auf jeden Fall ein Like. Ist es nur mein Empfinden oder, also ohne Witz, normalerweise verändert man sich ja optisch in so einem Jahr immer ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich optisch wirklich nicht 1 Millimeter verändert. Alter, wirklich original. Also es könnte ich auch gestern aufgenommen haben. Ich sehe jetzt keinen krassen Unterschied. Like da, falls ihr es feiert, Freunde. Die Predictions kommen ja bei euch immer ganz gut an. Und ich würde sagen, wir hängen gar nicht, labern gar nicht lang um den heißen Brei rum. Ich habe wieder Vereins-Predictions gemacht. Alles das gut. Heißt einmal die Tabelle und dann halt noch solche Sachen wie bester Scorer, Breakout-Star und so weiter und so fort. Wir fangen an erstmal mit der Tabelle und Platz Nummer 8. Du kannst Emote-Only rausnehmen. By the way, ist es so scheiße, dass Schalke diese Saison nicht dabei ist. Jawohl! Der S04 ist wieder da! Da sind wir wieder! Tut richtig weh. Bevor ihr es alle in die Kommentare schreibt und mich memt, ja. Ist wirklich kacke. Fühlt sich ehrlich scheiße an. Ja. Die Seiten waren damals schlechter. Ja, fangen wir an. Platz 18. Da habe ich die Fürther. Gehe ich. Check 1 von 1. Fußballexperte. Hat eine eigene Fußball-Talkshow. Ball Knowledge. Haben einen rausgehauen. Führt auf die 18. Boah! Boah! Experte! Richtig mutig mit einem Aufsteiger. Ich muss aber dazu sagen, bei Fürth habe ich ehrlich nicht so das Gefühl, dass sie eine wirklich Bundesliga-taugliche Mannschaft zusammen haben. Die haben auch vor allem mit David Raum einen richtig schweren Verlust zu beklagen. Der hat ja den Verein gewechselt und hat sich eben den guten TSG oder der guten TSG 1899 Hoffenheim angeschlossen. Letzte Saison David Raum 16 Scorer gab, 15 Vorlagen in der zweiten Liga, war bei Fürth der Notenbeste und dementsprechend auch einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler. Der ist jetzt eben ablösefrei zur TSG gegangen, der tut schon mal richtig weh. Dann ist Anton Stach noch für 3,5 Millionen zu Mainz 05 gegangen. Und auf der Habenseite hat man sich eben mit ablösefreien Transfers versucht zu verstärken und eben mit Laien wie von Adrian Fein und Gangkamp. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen. Gangkamp war bitter, ne? Der hat sich doch direkt verletzt. Na, gefühlt ein Spiel gemacht, war direkt verletzt, der Bruder. Aber der hat jetzt wieder getroffen. Sehe ich bei Fürth nicht. Das ist schon wieder. Halten, dass ich andere Mannschaften stärker besetzt. Deshalb Fürth auf 18. Sorry, tut weh. Auf Platz Nummer 17 geht's vielleicht auch los mit dem ersten Kracher. Da habe ich nämlich keinen Aufsteiger. Warum leckt denn die Scheiße so, Junge? Könnt meinen, mein PC hat heute schon mal einen Freescreen, als ich auf den Tisch gehauen habe. Dann geht's vielleicht auch los mit dem ersten Kracher. Da habe ich nämlich keinen Aufsteiger der zweiten Liga, sondern den Relegationsteilnehmer aus dem letzten Jahr. Und das ist der erste FC Köln. Ja, gut. Ja. Okay. Okay. Also. 10 Plätze daneben. Köln international gekommen. Alles gut. Aber wer zum Fick hätte auch erwartet, dass Anthony Modest auf einmal wieder... Bruder! Aber ich freue mich sehr für die Köln-Fans. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht. Also, Props geht raus an Steffen Baumgart. Guter Mann. Ich kann mir vorstellen, dass es für die dieses Jahr runtergeht. Köln bis jetzt eine sehr schwierige Transferphase. Die sind nämlich auch Corona gebeutelt. Mussten Spieler abgeben und konnten jetzt
im Gegenzug nicht wirklich großartig was investieren. Der erste FC Köln hat Bono nach Wolfsburg ziehen lassen und Ismael Jakobs zu AS Monaco. Das sind ist aber wirklich krass, ohne Witz, ne? Also plus eins in den Chat. Ich habe vor der Saison, also ich stehe auch dazu, ich habe vor der Saison, klar, Baumgart, guter Trainer, aber ich dachte mir vor der Saison so, boah, also besser ist der Kader jetzt nicht unbedingt geworden. Kein Plan. Ich finde es krass beeindruckend. Also GGs an Köln, Mann. Das zeigt einfach nur, wie krass ihr abgerissen habt die Saison. Also es beeindruckt mich wirklich schwer. 17 war vielleicht übertrieben. Keine Ahnung, was ich da geraucht habe. Ich glaube, ich wollte einfach so auf Krampf irgendeinen edgy Call machen. Aber ich meine, die waren halt auch davor das Jahr Relegation. Naja, kein Plan. Und zwei wichtige Spieler gewesen, die dort weggebrochen sind. Vor allem Borno, der hier hinten sowas wie ein Abwehrchef war. Im Gegenzug hat man beim ersten FC Köln 4 ablösefreie Transfers getätigt. Dabei zu nennen ist vielleicht Marc Uth, der wieder zurückgekehrt ist. Mit Timo Hübers haben sie einen guten Info. Ja, Uth, so, Köln-Fans, ich glaube, Uth war echt stabil. Verteidiger, ne? Geholt, auf den bin ich gespannt. Von Hannover 96. Ansonsten gibt es mit Dejan Ljubicic, wenn man den so ausspricht, noch einen sehr interessanten Spieler. Der ist ein Sechser, kommt ablösefrei von Rapid Wien. Alles in allem sehe ich aber bei Köln tatsächlich nicht so den Weg in der Klasse zu bleiben. Also ja. Wir haben einen geilen Trainer mit Steffen Baumgart, aber ich glaube, aha, Köln geht auf die 17 und steigt direkt ab. Ja, und hier sehen wir uns in einem Jahr. Köln ist irgendwie so 12. geworden. Marc Uth hat 20 Scorer. Au! Nee, Bruder, Anthony Modesto, die sind 7. Scheiße. Auf Platz 16 habe ich den guten VfL Bochum. Ist er bei mir direkt in der Nähe? Ja, na. Bochum hat mich auch überrascht. 13. Ja, okay, ist jetzt nicht komplett weit weg. Ist okay. Aber Bochum hätte ich nicht so stark eingeschätzt, GGs. Herne, Anne Kastropper, das Stadion. Ja, Kastropper Straße ist von mir gefühlt 5 Minuten entfernt. Sehr sympathischer Verein. Ich drücke den Bochumern natürlich die Daumen, dass sie in der Liga bleiben und wir nächstes Ehrenmann. Jahr vielleicht, wenn Ehrenmann. Alles gut geht, in der ersten Liga mit Dortmund, Schalke und Bochum wieder. Ja! Und da sind wir! Das wäre natürlich sehr geil. Bochum hat aber auch einen super wichtigen Spieler verloren und das ist Zuli? Zuli? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Alter. Oh ja, der ist doch irgendwo in die Vereinigten Emiraten oder so gegangen. Ich scroll jetzt und gebe den gleich in Google Übersetzer ein. Wie spricht man denn aus? Zu wenig Bochum geguckt. Jedenfalls ist der irgendwo nach Katar oder so gegangen, das tut richtig weh. Oh, ja. Der war letztes Jahr der beste Scorer beim VfL Bochum und hat auf jeden Fall richtig was. Alter, gemacht einfach Zuli baut rein. Zuli? Aber auf der Habenseite hat man auch, finde ich, ein paar gute Leute geholt. Antwi Ajay, man konnte sich Eduard Löwen ausleihen. Staffelidis hat man von TSG Hoffenheim ausgeliehen. Elvis Rexbitschei von Wolfsburg, der war letztes Jahr auch zwischenzeitlich beim ersten FC Köln. Ich finde, da hat man schon ganz gute Bundesliga-Erfahrungen dazu geholt. Und das stimmt mich auch relativ positiv. Zum Beispiel im Vergleich zu Kräuter Fürth, meiner Meinung nach. Oh Gott, ich dachte nicht. Stell mal vor, ich hätte jetzt nochmal Köln gesagt. Nach Bochum sich dann ein bisschen besser aufgestellt, auch wenn die einen sehr wichtigen Spieler verloren haben. Bochum wird kämpfen, glaube auch bis zum letzten Spieltag, aber Platz 16 traue ich denen zu. Auf Platz 15 habe ich Arminia. Krass, hättest du dem damals gesagt, Bochum feiert den Klassenerhalt irgendwie am 32. Spieltag oder wann das war, mit dem Auswärtssieg in Dortmund. Einen direkten Klassenerhalt. Ja, Bielefeld, die sind ja letztes Jahr schon sehr überraschend drin geblieben und ich glaube, die werden es auch 2 Jahre in Folge schaffen. Ohne Scheiß. Also ich sag euch ehrlich, den Call finde ich gar nicht so scheiße. Bielefeld hat sich halt übel so in den letzten 10 Spielen versaut. Die sahen zwischenzeitlich echt stabil aus. Ich fand den Kader von denen auch gar nicht so kacke. Die haben es echt in den letzten 10 Spielen verkackt. Respekt Bielefeld. Die haben einen super guten Kader zusammengestellt für die erste Liga. Also jetzt mal Real Talk. Ich finde, der Kader sieht jetzt besser aus als letztes Jahr. Und da hat es Bielefeld niemand zugetraut. Dorn, da ist die Leihe abgelaufen. Der geht zurück zu Eindhoven. Arne Meyer ist die Leihe abgelaufen. Der wurde jetzt erneut ausgeliehen von Hertha BSC Berlin. Also der hat jetzt eine neue Mannschaft. Aber auf der Habenseite, und das ist wirklich so krank, weil gefühlt hat Bielefeld kein Geld ausgegeben. Florian Krüger, der war letztes Jahr extrem stark. Alessandro Schöpf mimt mich dafür, aber ganz ehrlich, wenn der auf der richtigen Position spielt, ist das ein ordentlicher Bundesligaspieler, den du vielseitig einsetzen kannst. Ja. Basil Yardes von Paderborn, Robin Hack, für den hat man gefühlt gar nichts gezahlt, Serra, der letztes Jahr extrem stark war, und Patrick Wimmer, ohne Scheiß. Ja, Wimmer war echt krass, der ist jetzt in der Wolfsburg, glaube ich, direkt. Ne? Ich finde, Bielefeld hat dieses Jahr einen ordentlichen Kader zusammen. Würde mich absolut wundern, wenn die, klar, die werden um den Abstieg mitspielen, aber wenn die direkt runtergehen, würde mich das bei Bielefeld richtig wundern. Ja, okay, übertreib. Ich finde, die haben einen ordentlichen Kader zusammen und traut denen Platz 15 zu. Auf Platz 14 habe ich den FC Augsburg. Da
Oha, ist das richtig? Ich bin so da, Junge. Ich war nie weg. Ich war nie weg! Ist nicht so viel passiert. Arne Meyer, haben wir gerade drüber gesprochen, ist dieses Jahr ein Augsburger, haben sie ausgeliehen von Hertha BSC Berlin. Richter, Danso und Khedira haben den Verein verlassen. Und man hat noch einen richtig guten Mann geholt, und zwar Niklas Dorsch, der ja bei der U21 Europameisterschaft richtig überzeugt hat. Augsburg, irgendwie sowas Richtung Platz 11 bis 15 traue ich denn dieses Jahr wieder zu. Ich glaube nicht, dass die absteigen werden. Ab und zu werden sie wahrscheinlich was damit zu tun haben. Aber ich glaube, alles in allem wird Augsburg sich auch wieder in der ersten Liga halten. Und so ziemlich genau den Augsburg-Take... Ey, seid mal ehrlich. Der Augsburg-Take war ja eine 10 von 10. Ich habe ja genau die Augsburg-Saison beschrieben. Die werden ihr Ding machen. Aber ab und zu mal ein bisschen da, ein bisschen hier. Topper. Oh mein Gott, wo habe ich denn die Härte hingetippt? Tom schreibt's rein. Scheiße. Take mache ich für meinen 13. Platz. Und das ist der SC... Oh mein Gott. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Freiburg, dort hat man Schlotterbeck ausleihen können von Union Berlin. Ansonsten gibt's da nicht. Ja, der war falsch. Nee, Schlotterbeck festverpflichtet. Dieser Schlotterbeck, von dem man am Anfang der Saison wirklich viele Transfers. Insgesamt haben die 5 Spieler aus der U23 hochgezogen. Das heißt, in Freiburg versucht man weiterhin eben auch auf Eigengewächse und junge Spieler zu setzen. Ansonsten ist das ziemlich genau der gleiche Kader wie letztes Jahr. Und Christian Streich ist ein super Trainer. SC Freiburg, super sympathische Mannschaft. Ich glaube, die werden wieder dieses Jahr so ähnlich wie Augsburg, so Platz 11. Ich habe Freiburg mit Augsburg verglichen. Oh nee, Bruder, die stehen im DFB-Pokalfinale und spielen international, weiß ich nicht. 11 bis 15, so in die Richtung, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber würde mich wundern, wenn die international spielen, würde mich ab... Wer ist 12. geworden? Gladbach, ne? Nee, Wolfsburg, Frankfurt, Gladbach. Oh mein Gott, wie ich mich kenne, habe ich wahrscheinlich Wolfsburg in die Champions League getippt, Alter. Würde wundern, wenn die auf einmal absteigen. Platz Nummer 12... Könnte sein, dass es das erste Mal so ein bisschen kontrovers wird, weil die nominell einen der besseren Kader haben. Aber ich traue denen nicht mehr zu. Hertha BSC Berlin, keine Ahnung. Ja, war das damals so kontrovers, die am Anfang der Saison auf die 12 zu packen? Also ich meine, klar, am Ende der Saison jetzt zu sagen so, ja, wir wussten, Hertha ist... Also ich hätte jetzt vor der Saison nicht gedacht, dass Hertha 16. wird. Das ist noch okay, vielleicht ein bisschen zu gut. Die haben schon Scheiße gebaut. Aber, also ich hätte vor der Saison nicht gedacht, dass Hertha so weit unten reinrutscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß viel. Aber kontroverser Call ist, also, ja Bruder, tippt die Hertha auf 12 und denkt, der hat Fußball erfunden, super. Viele Hertha-Fans schauen auch zu, aber ich finde Hertha, das macht für mich so den Eindruck, als würde man nicht so wirklich mit einer richtigen Spielidee und einem richtigen Plan da einen Kader zusammenstellen. Ja. Irgendwie gibt es gefühlt alle 4 Monate einen neuen Mittelstürmer. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht so wirklich, was Hertha BSC da versucht. Dass man John Córdoba irgendwie für 20 Millionen verkaufen konnte, das ist ein absolut kranker Deal. GGs. Luka Netz geht nach Gladbach ablösefrei. Das tut richtig weh. Arne Meyer wurde Was habe ich gerade gesagt? Man John Córdoba irgendwie für 20 Millionen verkaufen konnte, das ist ein absolut kranker Deal. GGs. Luka Netz geht nach Gladbach ablösefrei, das tut richtig weh. Arne Meyer wurde ausgeliehen. Auf der Habenseite sind Serdar, Richter, Boateng, Selke, der von der Leihe zurückkommt, und Jovetic. Ganz wilder Hertha-Transfer. Boateng finde ich übrigens ziemlich nice, Kevin Prinz, dass er zurück zu Hertha geht. Richter, muss man schauen, was es dann letztendlich wird. Und Suat Serdar, sage ich euch ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein ordentlicher Deal, sowohl für Schalke als auch für Hertha gewesen, den für 8 Millionen Euro. Also Boateng hat reingeschissen, aber ich glaube, Serdar, das, was ich gesehen habe, war doch bei Hertha noch immer einer der wenigen Stabilen, oder? Euro zu verpflichten, der hat auf jeden Fall noch entwickelt. Ja, ich habe gehört, dass der auch immer so halt voll komisch auf den Halbpositionen eingesetzt worden ist. Aber das, was ich gehört habe, war, dass Suat echt noch stabil war. Ja. Entwicklungspotenzial könnte dabei Hertha auf jeden Fall auch wieder besser werden. Aber ich verstehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe bei Hertha die letzten Jahre die Transferpolitik nicht. Irgendwie werden jeden Sommer für mich die gleichen Spieler geholt. Immer. Okay, also ich finde, mein Hertha-Take war in Ordnung. Der war sogar ziemlich treffend, bisschen zu gut. Aber, ich meine, da brauchst du jetzt halt auch nicht für Fußball studiert haben. Ne? Neuer Stürmer, immer 500 zentrale Mittelfeldspieler. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, was die vorhaben. Wahrscheinlich werden die am Ende Tabellensechster und ich halte mein Maul, aber Stand jetzt traue ich denen nicht so viel zu. Platz 11 habe ich den VfB Stuttgart.
Ganz ehrlich, ich finde den Take auch okay, ne? Ohne Witz. Also wäre Stuttgart nicht so scheiße in die Saison gestartet mit den ganzen Verletzten und auch mit dem Pech, was die zeitweise hatten. Ich bin gespannt, was ich jetzt sag, aber ich finde es in Ordnung, ohne Witz. Auch da glaube ich, dass die im Vergleich zur letzten Saison jetzt nicht extremst in der Leistung abfallen werden und ja, okay, den Abstieg auf einmal mitspielen werden. Ich finde, dazu macht Stuttgart den Zug befestigen. Ja, weiß ich nicht. Eindruck. Klar haben die mit Gonzales einen super wichtigen Spieler verloren. Kobel ist auch sehr wichtig gewesen. Der ist ja zu Borussia Dortmund gegangen. Silas ist verletzt bzw. noch gesperrt, weil es da ja diese Geschichte um die Identität, schwieriges Wort, da ist da diese Geschichte um die Identitätsfrage kam. Müller hat man einen neuen Torwart von Mainz 05 verpflichtet und der war heute scheiße. Talente, der hat ein Tor verschuldet, ist da nicht so gut aus. Von zum Beispiel Paris Saint-Germain verpflichtet. Da ist die Philosophie ganz klar. Deren Neuzugänge, die die geholt haben, haben einen Altersdurchschnitt von 20,9 Jahren. Ich denke mal, das spricht irgendwo Bände. VfB Stuttgart, die sind auf einem guten Weg. Internationales Geschäft traue ich denen noch nicht zu, aber wenn die weiter so gut arbeiten, kann man da vielleicht in ein, zwei Jahren drüber reden. Deshalb, ich glaube, für Stuttgart geht es wieder Richtung gesichertes Mittelfeld. Platz Nummer 10. Und Freunde, das ist ein interessanter Call, wie ich finde. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, wo die bleiben, weil die letztes Jahr lange um den Abstieg mitgespielt haben. Oh, was kommt jetzt? Wir hätten vor das Jahr lange um den Abstieg mitgespielt. Mainz? Mainz. Ich meine, das war die einzige Mannschaft, die zwischenzeitlich mal in der Tabelle... Oh, Mainz könnte ganz gut sein. Das spricht Bände. Mainz 05. Let's go. Ah, auf 8. Ah, auf 8. Ein Punkt von... Oh, guter Call. Guter Call. Die haben mich in der Rückrunde so begeistert. Die haben die letzten Spiele so abgerissen. Ich glaube, die könnten mit diesem Trend auf jeden Fall fortfahren und dieses Jahr mit dem Abstieg wenig zu tun haben und irgendwo im Mittelfeld landen. Mainz 05, wirklich einfach grandiose Arbeit, die die dann im letzten halben Jahr einfach verrichtet haben, muss man ganz ehrlich sagen. Mit Latza geht ein wichtiger Mann, der war Kapitän der Mannschaft, der ist jetzt zu Schalke gegangen. Robin Quaison hat den Verein verlassen. Müller ist gewechselt, der ist ja jetzt zum VfB Stuttgart gegangen. Trotzdem hat man mit Anton Stach noch einen sehr interessanten Mann von Greuther Fürth verpflichtet, der eben letztes Jahr in der zweiten Liga sehr, sehr stark war. Mit Wittmer kriegt man einen erfahrenen Mann von Basel und ich bin super gespannt auf Lee von Kiel. Der hat in der... Oh fuck, hat der überhaupt gezockt? Ich bin ehrlich zu euch, ich habe dieses Jahr mehr zweite Liga als erste geguckt. 7 Scorer, vamos. Zweiten Liga alles wegrasiert. Ich finde, man merkt auch gerade bei Holstein Kiel extremst, wie heftig der fehlt. Und auf den bin ich gespannt, ob der sich in der ersten Liga auch so durchsetzen kann. Mainz 05, alles in allem für mich wieder einen guten Kader zusammen. Und würde mich extremst wundern, wenn die nach der letzten Rückrunde jetzt auf einmal wieder extrem scheiße sind. Also ich glaube, so irgendwas zwischen Platz 10 und 13 ist denen auf jeden Fall zuzutrauen. Ja, okay. Hast den Take kaputt gemacht. Scheiße. Platz Nummer 9 habe ich Union Berlin. Die haben es ja letztes Jahr überraschend in die Conference League geschafft. Dort sehr viele Transfers getätigt worden. Oh, es fehlt noch Gladbach, es fehlt noch Wolfsburg. Das ist gar nicht gut. Alles aber in einem kleineren Budgetrahmen. Da ist jetzt kein absoluter AAA-Spieler gekommen. Es ist aber auch kein absolut wichtiger Spieler gegangen. Man hat mit Avonie einen Spieler verpflichtet, der letztes Jahr ausgeliehen war für eine Ablösesumme von 6,5 Millionen Euro. Das ist sehr, sehr teuer. Wurde jetzt fest verpflichtet vom FC Liverpool. Ansonsten kommt Renault noch von Frankfurt für 1 Million. Van Drongele finde ich ein interessanter Transfer von vom Hamburger SV. 500.000 Euro ist da, glaube ich, wirklich ein guter Deal. Weil Van Drongele, klar, der hat jetzt zeitweise underperformed, aber der kann auch definitiv sich noch entwickeln. Und ich glaube, das könnte auf lange Zeit ein sehr guter Deal sein für 500.000 Euro. Ansonsten glaube ich, dass da einfach die Doppelbelastung richtig rein, also ein bisschen reinkicken. Das hat mich aber ehrlich positiv überrascht. Union hat ja, also, mein Gott, ging jetzt auch nicht so lange das Abenteuer da. Aber haben sie gut gemacht? Ich glaube nicht, dass Union Berlin unbedingt da in der Breite so gut aufgestellt ist, um eben den ganzen Stand zu halten. Deshalb glaube ich, wird es ein bisschen schlechter als letztes Jahr, aber trotzdem. Ja, der Van Drongele Call war halt scheiße. Wie scheiße. Traue ich denen noch irgendwas rund um den einstelligen Tabellenplatz zu? Also irgendwas zwischen Platz 8 und 11 wird es vielleicht bei denen werden. Ja, übertreib! Mach weiter vorne! Union Berlin habe ich auf der 9. Fuck. Auf Platz 8 haben wir jetzt, glaube ich, einen... Oh mein Gott, Chat. Das Ding ist, wir gehen hier durch die Tabelle. Und da ist schon miese Scheiße dabei, ne? Da ist schon miese Scheiße dabei, wie Köln auf 17 und Freiburg auf 13. Wisst ihr, was am Ende noch kommt? So eine Prediction für Topscorer und so eine Kacke. Und bester Trans... Oh mein Gott. Ein kleinen Banger, sag ich mal, den viele nicht erwartet hätten. Und da gehe ich tatsächlich mit dem VfL Wolfsburg, die letztes Jahr in die Champions League gekommen sind.
keinen namhaften Abgang bei Wolfsburg. Die haben die Mannschaft so weit zusammengehalten. Lacroix, der Experte. Ja Zeit, wo es aussah, dass der nach Leipzig geht, da ist man auch hart geblieben. Der bleibt jetzt vorerst, vielleicht tut sich dann noch was. Man hat mit Borneau einen Matcher, eigentlich interessante Leute geholt. Aber ich bin, wenn ich mir die Testspiele, die Ergebnisse durchlese, das erste Pokalspiel mir anschaue und die anstehende Doppelbelastung jetzt, plus Marc van Bommel, den ich als Trainer irgendwie gar nicht einschätzen kann. Ich habe das Gefühl, bei Wolfsburg, keine Ahnung. Also ich habe auch bei Kicktipp getippt, dass Marc van Bommel erster Trainerwechsel diese. War doch richtig, oder? Van Bommel erster Trainer. Entlassen. Aha. Aha. Ah ja. Der sollte eine eigene Fußball-Talkshow machen, sage ich euch ehrlich. 30. Mal. Ed Broski. Saison ist. Also, ja, jetzt habe ich hier zwar schon ein Kriterium für später vorweggenommen, scheiße, aber ja, keine Ahnung. Bei Wolfsburg, ich weiß nicht, Van Bommel, die Testspiele, das Pokalspiel, das hat alles irgendwie so einen ganz komischen Eindruck bei mir hinterlassen. Wenn ich mir dann noch vorstelle, dass die Champions League und Doppelbelastung haben, also ich glaube nicht, dass es für Wolfsburg dieses Jahr gut enden wird. Champions League sage ich auf gar keinen Fall, wenn überhaupt mit Ach und Krach in die Euroleague, aber den traue ich nicht wirklich viel zu. Also ich meine, come on, Alter, also wie lost musst du sein, wenn du in einem Pokalspiel 6-mal wechselst? Das muss doch jemandem auffallen. Digga, gut, also, Arno, der Wolfsburg, klar, Platz 8, Platz 12, ist okay, super. Auf Platz 7 habe ich die TSG 1899, Hoffenheim, ich... Oh fuck, wo sind die gelandet? Auf 9. Ah, ist okay. Ist okay, kann mitarbeiten. Ich glaube, die könnten dieses Jahr wieder für ein bisschen Überraschung sorgen. Letztes Jahr bei Hoffenheim, man muss einfach sagen... Verletzungspech aus der Hölle, Alter. Da waren teilweise 10 Spieler verletzt. Das ist wirklich krank. Die haben Raum von Fürth ablösefrei verpflichtet. Auf den freue ich mich extremst in der ersten Liga. Angelo Stiller vom FC Bayern München 2. Raum. Die Sessignon Leiter ist abgelaufen. Weil ich wusste. Der hat jetzt eben den Verein verlassen. Ansonsten gibt es jetzt keine großen Transfers, sowohl auf der Haben- als auch auf der Abgangsseite. Und ja, TSG 1899 könnte dieses Jahr mit einem verletzungsfreien Kader, wenn es denn funktioniert, plus dem Vorteil, dass sie eben als einer der wenigen Mannschaften, die Ambitionen auf Europa haben, keine Doppelbelastung haben. Ich glaube, Hoffenheim könnte echte Vorteile haben. Den traue ich oben auf jeden Fall was zu, dass die wieder Richtung Euroleague schielen können. Haben für mich immer noch einen super Kader zusammen. Ich freue mich total auf David Raum. Und ja, Kramaric, Alter, guter Mann. Die haben wirklich einen guten Kader zusammen. Also wenn die da ihr Verletzungspech in den Griff bekommen, traue ich Hoffenheim einiges zu. Platz 7. Auf Platz 6 habe ich Eintracht Frankfurt. Die sind letztes Jahr ganz knapp. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also Frankfurt war jetzt dieses Jahr nicht scheiße. In der Euroleague. In der Bundesliga halt schon. Das ist unangenehm. Auf der 11. Mit einer negativen Torbilanz. Oh mein Gott, und Gladbach kommt ja auch noch. Scheiße, habe ich Gladbach in die Champions League getippt? Oh mein Gott, was habe ich denn mit Gladbach gemacht? Und haben jetzt... Nein. Ja, so ein bisschen... Habe ich Gladbach in die Champions League getippt? Sag ich mal. Also auch die sind mit in diesem Trainerkarussell drin, wo sich ja alles gedreht hat. Mit Rose, mit Glasner, mit eben Adi Hütter. Frankfurt ist von Hütter auf Glasner gewechselt in diesem Trainerkarussell und hat mit André Silva einfach den wichtigsten Mann verloren. Ich denke mal, da sind wir uns einig. 28 Tore hat er letztes Jahr geschossen. Die Jovic-Leihe von Real Madrid ist auch wieder abgelaufen. Das heißt, man hat so ein bisschen... Ja, ein kleines Stürmerproblem. Man hat zwar Borre ablösefrei verpflichten können. Borre. Aber kennt ihr den? Diesen einen Stürmer da aus der Euroleague, Borre. Naja, ist guter Spieler. Ansonsten fehlt mir noch auf der offensiven Position was. Also ein Mittelstürmer. Vielleicht kann man ja die Jovic-Leihe nochmal verlängern oder irgendwie doch was Langfristigeres rausmachen. Da bin ich mal gespannt. Ich halte Glasner. Das ist ein Hot. Oh nein. Take von mir. Ich halte Glasner für einen besseren Trainer als Adi Hütter. Ich will wirklich... War ein guter Call. Guter Call. Oder? Guter Take. Aha. Ahnung. Bin mit Frankfurt irgendwie so 6 Plätze falsch, aber Ahnung. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf Glasner bei Frankfurt. Ich glaube schon, dass es laufen könnte. Man hat interessante Leute geholt. Mit Hauge, mit Lenz von Union Berlin, mit Lindström. Aber ich glaube, in der Spitze für die Champions League fehlt es noch auf ein, zwei Positionen. Deshalb sage ich Eintracht Frankfurt auf Platz 6. Gut. Ich bin gespannt. Ich glaube, Glasner und Frankfurt ist von dieser ganzen Trainer-Karussell-Konstellation, ich glaube, das ist das, was am besten zusammenpasst. Weil, da werden wir gleich nochmal drauf kommen,
Rose und Gladbach, Rose und Dortmund weiß ich auch noch nicht so genau. Ich bin mal gespannt. Ich glaube. Seid ehrlich. Seid ehrlich. Wem soll ich die Zukunft voraussagen? BMG-Kone? Du wirst morgen entjungfert. Merke meine Worte. Frankfurt Glasner. Merk dir meine Worte, morgen entjungfert. Platz Nummer 5. Jetzt widerspreche ich mir. Ich habe gerade gesagt, dass... Oh ja, ich habe Gladbach auf der 5, immerhin. Ich dachte, ich habe die in die Champions League getippt. Halleluja, ich habe gedacht, ich habe die in die Champions League getippt. Let's go. Glasner in Frankfurt am besten ist. Gladbach auf der 5. Habe ich Adi Hütter und seine Gladbacher. Ja. Bei Hütter Scheiße. Und Gladbach sehe ich einfach so den Punkt, dass Gladbach einfach quasi den letzten Kader, den Kader der letzten Saison zusammen hat. Daher gibt es jetzt nicht irgendwie groß Umbruch oder sonst irgendwas. Bei Lazaro ist die Leihe ausgelaufen, man hat Hannes Wolf jetzt fest verpflichtet und sonst ist da nicht wirklich viel passiert. Man kann schauen, ob Max Eberl noch einen aus dem Hut zaubert, aber alles in allem gleicher Kader wie letztes Jahr. Und jetzt, wo diese ganze Marco Rose-Diskussion weg ist und man endlich seinen Trainer hat, also das war ja wirklich krank, als der Rose-Wechsel zu Dortmund bekannt gegeben worden ist, wie heftig Gladbach eingebrochen ist. Ich glaube, jetzt wird es besser werden. Na gut. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich glaube, jetzt wird es besser werden. Der Kader ist immer noch stark. Thuram, Player, Embolo, da laufen super interessante Leute rum. Neuhaus, Zakaria. Man darf gespannt sein. Gladbach Platz 5. Ich kann mir vorstellen, dass sich da noch ein, zwei Transfers auftun. Passiert. Werden sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Habenseite. Mal schauen, was da passiert. Aber ich sage Gladbach Nummer 5. Auf Platz 4. Bayer 0. Schade. Schade. Aber ich habe die komplette Champions League Teilnehmer, habe ich alle richtig. 4. Leverkusen. Den traue ich dieses Jahr die Champions League zu. Einfach auch aus dem Grund geschuldet, dass die jetzt eben einen neuen Trainer haben. Einen sehr guten Trainer, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Aber der war bei den Young Boys Bern vor David Wagner und ist da dreimal hintereinander Meister geworden. Maschine. Die Rede ist natürlich von Gerardo Seoane. Maschine. Ey, auf den freue ich mich wirklich als Trainer. Ich bin mal gespannt, was der bei Leverkusen leisten kann. Ich habe das Gefühl, der fühlt die wieder in die Champions League. Leverkusen hat mit Kusonu, wenn man den so richtig ausspricht, ein Innenverteidiger-Talent von Brügge verpflichtet. 23 Millionen Euro hat man gezahlt. Mitchell Bakker von Paris Saint-Germain, einen neuen Linksverteidiger. Ansonsten hat man auf der Abgangsseite natürlich die beiden Bender-Brüder, die super weh tun. War der Robert Andrich noch gar nicht fix oder habe ich Andrich einfach disrespected? F. Die extremst wichtig waren, die haben ihre Karriere beendet. Und ja, Leon Bailey, der ist zu Aston Villa gegangen für 30 Millionen Euro. Und Gray ist zurück nach England gegangen zum FC Everton. Ich glaube, bei Leverkusen wird sich vielleicht noch auf der Habenseite der Transfers was tun, dass man eben vielleicht noch einen neuen Flügelspieler verpflichtet. Ansonsten ist jetzt Paulinho endlich fit. Der war ja super lange verletzt. Auf den bin ich total gespannt. Florian Wirtz, der soll mehr Verantwortung übernehmen. Den halte ich auch für einen extrem guten Spieler. Leverkusen hat alles in allem für mich einen super Kader zusammen. Ich bin auch extrem... Okay, Banger-Call im Jahr 2021 zu callen, dass Florian Wirtz ein guter Spieler ist. Ja, Fußballexperte, kapa. Ich bin gespannt auf Patrick Schick, der ja eine super Europameisterschaft gespielt hat. Also, Leverkusen... Ich bin so da, Junge! Ich bin so da! Leverkusen habe ich auf dem Zettel, Platz 4. Auf Platz 3. Es bleiben nur noch drei Mannschaften übrig. Habe ich Borussia Dortmund. Nein! Reingeschissen! Reingeschissen! Nein! Ich glaube nicht, dass die Vizemeister werden. Ich glaube nicht, dass die Bayern gefährlich werden können dieses Jahr. Dafür tut einfach der Sancho-Abgang zu weh. Sage ich euch ehrlich. Da bricht schon wirklich ein Weltklasse-Spieler weg. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Ja. Ansonsten hat man keinen weiteren Stammspieler verloren. Baller, die hat den Verein noch verlassen, der war vorher ausgeliehen. Und als Gegenzug, um eben den Sancho-Abgang, man kann ihn nicht hundertprozentig kompensieren, aber man kann es versuchen, hat man sich Malen von PSV Eindhoven geholt. Ist, finde ich, ein super interessanter Transfer. Auf den bin ich total gespannt. Aber alles in allem... Auf wen war ich eigentlich alles gespannt? Habt ihr mal mitgezählt? Also ich war... Am 13. August 2021 war ich wirklich gespannt wie ein Bettlaken, Alter. Ist es schwierig, finde ich, den Dortmund-Kader irgendwie dieses Jahr einzuschätzen. Also klar, Sancho... Oh mein Gott, ich sag gleich wahrscheinlich über RB Leipzig, wie geil ich Jesse Marsch finde und wie krank der durchrasieren wird. Oh fuck, mein Leib. Weltklasse-Spieler weniger. Ich weiß, dass ich Bayern auf 1 habe, das ist schon mal gut. Aber Dortmund hat so viele junge Spieler, so viele... Talente in den eigenen Reihen, die natürlich auch im Laufe der Saison wieder ein Jahr an Erfahrung dazugewinnen. Ich denke da zum Beispiel
an einen Jude Bellingham, dem ich super viel zutraue. An einen Malen, an einen Haaland, der gefühlt auch immer besser wird. An einen Diore. Ja, okay, Alter. Warum bin ich ohne Witz? Also, ich sag dir ehrlich, warum wurde ich für das Video nicht weggehatet? Was bin ich für ein Spast? Setz mich da am 13. August 2021 hin und sag irgendwie sowas wie, oh wow, ja, auf Haaland müssen wir aufpassen, der wird immer besser. Ja, no shit, Sherlock. Wow. Die Liste ist gefühlt endlos. Ich glaube, Dortmund wird wieder eine super Saison spielen, aber auch die haben einen neuen Trainer, müssen sich erstmal einleben. Das Ganze muss sich alles erstmal ein bisschen setzen. Man hörte zum Beispiel, dass Marco Rose versucht, auf mehr Flexibilität zu setzen, um eben verschiedene Systeme auszuprobieren. Ich bin auf Gregor Kobel als Neuzugang gespannt, also auf den neuen Torwart. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir... Nein, nein, der Take ist so scheiße, der jetzt kommt. Der Take ist so scheiße. Ich dachte, ich habe ihn nur im Stream gemacht. Oh nein, das ist so ein Scheiß-Take. Nein, das ist so ein Scheiß-Take, der jetzt kommt. Fuck, fuck. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mir bei Borussia Dortmund gewünscht, dass die ein Regal höher greifen. Also, versteh mich nicht falsch, ich glaube, Kobel ist ein super talentierter Keeper. Aber das ist für mich seit dem Weidenfeller-Abgang irgendwie gefühlt, das ist halt so der nächste Bürki-Transfer. Keine Ahnung, Bürki, Hitz, ich meine klar, Hitz ist eher Nummer 2, Kobel, das ist so irgendwie alles so auf einem Niveau, als die die zumindest geholt haben. Dass jetzt klar Kobel die neue Nummer 1 vor Bürki sein soll, das weiß ich natürlich. Und Kobel hat auch eine gute Saison bei Stuttgart gespielt und ist auch ein talentierter Mann. Aber ich hätte mir gewünscht, dass die ein Regal höher greifen und vielleicht mal irgendwas im... Oh Gott im Himmel, was ein Mülltake. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bereich 20, 30 Millionen in die Hand nehmen, um da einfach ein Ausrufezeichen auf der Position zu setzen. Das sehe ich jetzt mit Kobel nicht so ganz. Aber ich war wirklich zu dem Zeitpunkt felsenfest davon überzeugt. Ich dachte wirklich, Kobel, okay, aber es ist halt nächste Bürki. Ja. Ansonsten klar, Malen kann Sancho nicht ersetzen, aber was der Vorteil bei Malen ist, er ist eben sowohl auf dem Flügel als auch in der Spitze einsetzbar. Ich bin mal gespannt, ob wir das sehen werden mit Malen und Haaland zusammen in der Doppelspitze. Ich glaube, das könnte super harmonieren. Bin auf jeden Fall gespannt, wirklich. Wobei Malen hat sich phasenweise in der Rückrunde schon ganz gut gefangen. Also der ist nicht überkrass, aber in der Rückrunde schon besser geworden. Man kann über den Sancho-Abgang einiges sagen. Man kann sagen, der Kader ist schlechter geworden. Aber mit Malen und Rose hat man natürlich mehr Flexibilität im Kader. Ne? Man darf da gespannt sein. Ich sehe da aber auch ein bisschen Risiko, weil man darf nicht vergessen, man hat mit Terzic einen Fanliebling als Trainer letztes Jahr gehabt, der am Ende dann die Saison wirklich noch gerettet hat. Mit dem Pokalsieg, mit dem Einzug in die Champions League. Der ist jetzt weg und jetzt ist Marco Rose da, der sich bei Gladbach nicht so wirklich rühmlich verabschiedet hat. Und nehmen wir an, die Hinrunde geht voll in die Hose. Ich kann mir vorstellen, dass die Fans laut werden und sagen werden, ey, letztes Jahr hatten wir doch Terzic, da hat es auch funktioniert, warum? Ey, plus eins, genau das ist passiert. Ganz ehrlich, genau das ist passiert. Guter Take. Phasenweise ist das genau so passiert. Ey, erzähl mir nichts. Ich habe so viel Terzic auf Twitter gelesen, so viel Terzic. Also klar, Dortmund weiß nicht, ne? Die sind jetzt nicht zwischenzeitlich komplett reingeschissen oder so, aber du kannst ja nicht als Dortmund-Fan erzählen, dass die Saison geil war. Als Dortmund-Fan, du hast einen 2-Punkte-Schnitt geholt und es hat sich trotzdem so angefühlt, als würdest du Fünfter werden. Also die Saison war doch als Dortmund-Fan nicht geil. Jetzt mal im Ernst. Champions League, Euro League, DFB-Pokal, du hast dir doch eine Schelle nach dem anderen abgeholt. Weil wenn du mir erzählen willst, die Saison war geil, weiß ich nicht. Jetzt extra dafür Marco Rose geholt. Deshalb Dortmund, ich sag Platz 3, Champions League auf jeden Fall, aber nicht mehr. Platz Nummer 2 habe ich RB Leipzig. Sehr interessant, sehr interessant. Ich freue mich auf Jesse Marsch in der Bund... Der Nagelsmann-Abgang tut natürlich weh, da sind wir uns alle einig. Nagelsmann und Leipzig, das war einfach in den... Das hat einfach gepasst, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat einfach gepasst. Aber Leipzig hat sich schon extrem gut verstärkt. Ey, André Silva haben sie sich wirklich für, ich glaube, das war das 28 Millionen von Eintracht Frankfurt geholt. Was ein Banger-Deal. Was ein Banger-Deal. Upamecano und Konaté tun natürlich auf der Abgangsseite weh. Upamecano zu den Bayern. Madame Not a Rapper. Ich glaube, Sabitzer war zu dem Zeitpunkt noch nicht durch. Da war aber auch so ein bisschen mit zu rechnen, dass die
irgendwann den Verein verlassen werden. Aber ich bin ganz ehrlich, ich sehe das gar nicht so schlimm, weil man hat mit Simakan und Guardiol zwei extremst talentierte neue Verteidiger geholt. Ansonsten ist der Kader soweit zusammengeblieben. Brobe hat man noch ablösefrei bekommen, ein Sturmtalent. Ich finde, RB Leipzig ist super aufgestellt. Die haben für mich nach Bayern München den zweitbesten Kader. Deshalb RB Leipzig Platz 2. Und Platz 1, wer hätte es? Ja, vielleicht ein bisschen übertrieben so, ne? André Silva halt phasenweise ein bisschen reingeschissen. Ja, naja, prefer not to speak. Gedacht. Der FC Bayern München, ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Die haben mit Abstand den besten Kader. Wo ich bei denen noch so ein bisschen das Problem sehe, ist die Breite. Ich weiß nicht, Salihamidžić überzeugt mich nicht wirklich als Manager, bin ich ganz ehrlich. Weil, naja, also jetzt hat man Upamecano geholt als Alaba-Ersatz. Ist ein super Deal. Upamecano hat man die Ausstiegsklausel gezogen. Ich glaube, was waren das? 45 Millionen Euro. Ist, finde ich, ein super Deal. Experte. Bei Alaba ist man hart geblieben, hat dem nicht seine 20 Millionen oder was das war, ein Jahresgehalt gezahlt. Finde ich auch in Ordnung. Martinez ist ablösefrei gegangen. Jerome Boateng, da wurde der Vertrag nicht verlängert. Was ich ein bisschen schade finde, ganz ehrlich. Richards hat man geholt und es gibt Leihrückkehrer mit Fein und Cuisance. Und das war's. Also, ich finde, der Bayern-Kader ist ein bisschen zu dünn besetzt. Ich mache mir aber nur dann Sorgen um die Bayern, wenn Lewandowski oder einer aus der Region Müller, Gnabry, Sané ausfällt, weil ich finde, auf den offensiven Positionen ist Bayern einfach ein bisschen zu dünn besetzt. Ich glaube, sie werden noch einen neuen Rechtsverteidiger holen, ansonsten vielleicht... Und die Bayern-Fans haben gewartet. Bis in den Mai 2022, bis irgendwann der Kollege Masraoui um die... Ah nee, die haben ja noch Bonassar geholt. Ich hab's verdrängt. Oh mein Gott. Das war drängend. Leicht noch Werner, jetzt wo Lukaku zu Chelsea offiziell ist, aber na, da ist es wieder so schwer, eine Bundesliga-Prediction zu machen, bevor das Transferfenster abgeschlossen ist. Trotz allem glaube ich, Bayern hat mit Abstand den stärksten Kader aus der Liga und wird dementsprechend auch wieder Erster werden. Ja. Und ich glaube... So, und jetzt wird's scheiße, Freunde. Jetzt haben wir uns das hier 23 Minuten angeguckt. Ich weiß nicht, was hatte ich richtig? Von insgesamt 18 Liga-Positionen, 3 oder 2? Ich glaube 3. Da waren... geiles Bild übrigens. 3 von 18. Da waren einige absolute Müll-Talk-Calls drin. Da waren einige, die okay waren. Das ist übrigens mein Gesicht, wenn ich gerade am Kacken bin und dann EA Sports denke. Bonassar war 2020, okay, never mind. Ja, also, das ist mein Gesichtsausdruck, wenn ich feststelle, dass jemand Köln auf Platz 17 getippt hat. Und wenn dir jemand erzählen möchte, dass Erling Haaland talentiert ist. Und vielleicht wird er dieses Jahr noch ein bisschen besser. Aber unpopular opinion. Stark, Simon Gamer, Bruder. So, ne, das war jetzt 23 Minuten lustig. Jetzt wird es nochmal 7 Minuten richtig lustig. Jetzt kommt nämlich sowas wie, ich predicte Topscorer und sowas. Jetzt wird es unangenehm. Nagelsmann und Bayern, ich könnte mir vorstellen, vielleicht ein, zwei Anlaufschwierigkeiten. Aber wenn die eingespielt sind und Nagelsmann, das wird richtig unfair. Ich glaube, das wird richtig unfair. So, okay, kommen wir jetzt noch zu den Kategorien, die ich wie immer habe. Ich weiß gar nicht, ob ich die gleichen habe wie sonst oder eine vergessen habe oder eine zu viel. Ich habe Top-Torjäger, Top-Scorer, bester Einkauf, Flop-Einkauf, erster Trainerwechsel, Überraschung der Saison, Enttäuschung der Saison und Breakout-Season. Breakout-Star, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Fangen wir an mit dem Top-Torjäger, Robert Lewandowski. Weiter geht's. Sind wir uns an. Fußballexperte. Hey. Alle einig, oder? Vielleicht kann Haaland dem... Ja, nee, Lewandowski. Nicht wieder 40 Tore, aber ich glaube, 30er Marke knackt er wieder. Topscorer, dem... Kranker Call, oder? War auch richtig risky reingegangen. Auch mal sich was gewagt. Entsprechend, Robert Lewandowski. Haben wir abgehakt. Ging schnell. Was? Bester... Ja, Topscorer... Ist Topscorer Lever oder ist Nkunku sogar mittlerweile vor ihm? Ich glaube, Lever ist auch Topscorer, oder? Naja, okay, 5 Scorer mehr als Nkunku. Ja, nee, Lewandowski. Nicht wieder 40 Tore, aber ich glaube, 30er Marke knackt er wieder. Topscorer, dementsprechend Robert Lewandowski. Haben wir abgehakt, ging schnell. Bester Einkauf habe ich Raum von TSG 1899 Hoffenheim. Bruder! 3 von 3! Ja, gibt auch andere Leute, die ich da auf dem Zettel habe. Also ich glaube, Malen bei Dortmund wird es auch... Ja, okay. Mach es doch nicht kaputt. Du machst es kaputt!
gut machen. André Silva, ich meine... Nein, du machst es kaputt! Millionen für den ist genau die Position, die Leipzig letztes Jahr gefehlt hat seit dem Werner-Abgang. Da ist 28 Millionen für André Silva halt auch schon Banger, aber David Raum ist ablösefrei. Und der war halt eine Maschine in der zweiten Liga, war bei der U21-Nationalmannschaft stabil. Ich glaube, der wird bei Hoffenheim richtig gut spielen. Ich darf trauen. Ich bin gespannt. Let's go. 3 von 3. Aber ich muss mir für die nächste Prediction, muss ich mir merken, einfach mal bei ein, zwei Sachen die Fresse zu halten. Flop-Einkauf. Oh mein Gott. Was? Ich versuche mich ins Jahr 2021 zu setzen. Oh mein Gott, ich sag Kobel. Ich sag Kobel. Jetzt wird's interessant. Ich sag Kobel. Gebe ich euch einen Call? Ich habe verschiedene Leute auf dem Zettel. Nein. Ich werf kurz zwei Namen in den Ring. Oder in den Hut oder was weiß ich. Kobel. Nein! Bruder! Du machst alles kaputt! Du machst alles kaputt! Bei Dortmund. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der wird die Torwartprobleme bei Dortmund nicht komplett beenden. Doch, halt doch dein Maul! Habe ich mich aber nicht getraut. Dann Suat Serdar bei Hertha. Einfach auch okay. Flop ist über dir. Habe ich mich aber auch nicht getraut, weil ich will Suat nicht antun und ich wünsche dem alles Gute bei Hertha, weil ich ihn sehr gerne mag. Ist ein Kollege von mir, Suat. Wenn du es liest, liebe Grüße. Spiel einfach gut. Okay. Alles gut, Bruder. Suat Serdar wurde innerhalb von 12 Monaten von 200 Trainern, darunter Christian Groß und Felix Magath, trainiert und spielt jetzt Relegation. Dem geht's super. Liebe Grüße an Suat Serdar. Und Grüße gehen raus an Dalotelli. Ich habe gerade deinen Tweet rezitiert. Bestes Ding, Alter. Das Teil ist zu Recht geblowupt. Nennt man das so? Ich weiß nicht. Okay. Und ich habe tatsächlich einen Hertha-Spieler. Auch wenn er nicht viel Ablöse gekostet hat, beziehungsweise gar keine Ablöse gekauft hat. Ich habe Jovetic. Ich finde, das ist so ein wilder Hertha-Transfer, keine Ahnung. Ich glaube. Ja, okay. Ist es ein. Ist es. Also, er war jetzt nicht geil, aber Flop der Saison ist übertrieben. Nee, der war in Ordnung. War ihr bester Scorer. Ja, okay, never mind. Ich glaube, Jovetic wird bei Hertha überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, da wird man sich am Ende der Saison denken. Was sollte das jetzt sein? Ja, das haben die sich über die ganze Saison gedacht, alles gut. Keine Ahnung, gibt wahrscheinlich auch noch andere Kandidaten. Wahrscheinlich wird auch irgendeiner von den Transfers, wo man jetzt auf den ersten Blick denkt, oh, okay, der kann nur Sinn machen, überhaupt nicht funktionieren. Aber ich habe Jovetic. Erster Trainerwechsel, den habe ich gerade schon gespoilert. Da habe ich den VfL Wolfsburg. Gibt auch natürlich andere Kandidaten. Ich finde es aber dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil halt einfach Schalke und Hamburg beide nicht mehr in der Liga spielen. Und weil es halt so viele neue Trainer gibt. 4 von 5. Bayern hat einen neuen Trainer. Leipzig hat einen neuen Trainer, Leverkusen hat einen neuen Trainer, Dortmund hat einen neuen Trainer, Wolfsburg hat einen neuen Trainer, die ich auch habe, VfL Wolfsburg mit Marc van Bommel. Also es ist halt gefühlt die halbe Liga neuen Trainer. Ich habe mich aber für Wolfsburg entschieden, einfach weil der Saisonstart schon ziemlich krachend war. Jetzt darf man noch abwarten, was passiert. Vielleicht werden die noch aus dem DFB-Pokal disqualifiziert oder das Spiel wird an, gegen wen haben die gespielt? Da bin ich jetzt gerade lost. Ich weiß nicht, an den Gegner gewertet. Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm, sorry. Weil die halt 6-mal gewechselt haben. Testspiele wurden allesamt, glaube ich, verloren. Oder 5 von 6, irgendwie sowas. Ich habe Wolfsburg. Ich bin nicht überzeugt. Ich habe schon gesagt. Ich glaube, da wird der erste Trainerwechsel stattfinden. F in den Chat an Marc van Bommel. Überraschung der Saison. Was könnte ich gesagt haben? Geht es um den Verein, geht es um den Spieler? Sag einfach Freiburg jetzt. Könnte man Hoffenheim nehmen, den traue ich viel zu. Aber nein. Ich glaube, Bielefeld wird die Überraschung der Saison. Ach fuck, die sind direkt abgestiegen, du Teufel! Saison. Viele werden, denke ich mal, die auch als Absteiger auf dem Zettel haben. Dass ja, weil sie auch absteigen, du Fisch! Zweiten Saison runtergehen ist ja meistens so der Klassiker. Mannschaft steigt aus der zweiten Liga auf, hält sich irgendwie in der ersten Saison drin. Oder das, was du da erzählst, genau das ist passiert. Mannschaft steigt auf, hält sich irgendwie in Liga 1, das zweite Jahr beginnt, du denkst, wayo, der Kader ist ja noch besser als letztes Jahr, aber du steigst ab. Genau das, was du erzählst, ist passiert. Als cool. Absteiger auf dem Zettel haben, dass die jetzt in der zweiten Saison runtergehen, ist ja meistens so der Klassiker. Mannschaft steigt aus der zweiten Liga auf, hält sich irgendwie in der ersten Saison drin und dann in der zweiten Saison geht es halt krachend runter. Ich finde aber, wie gesagt, Bielefeld hat einen besseren Kader zusammen als letztes Jahr. Die haben super Leute geholt, haben Bundesliga-Erfahrung dazu geholt, haben mit Robin Hack einen interessanten Spieler, mit Serdar von Kiel. Ich traue Bielefeld dieses Jahr wirklich einiges zu. Ich glaube, dass die in der Liga bleiben und deshalb habe ich
Kiel, hab ich Kiel gesagt? Deshalb habe ich Bielefeld als Überraschung der Saison. Ich glaube, die werden dem einen oder anderen zeigen, dass sie besser sind, als vielleicht viele aktuell noch denken. Ja, und am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass sie 18. werden. Ja, perfekt. Dann kommen 17. wir noch zur Enttäuschung der Saison. Da habe ich den... Oh. Nein, ich sag SC Freiburg. VfL Wolfsburg, ja. Ja, das ist okay. Das ist okay, ist ein guter Call. Das ist ein guter Call. Gladbach war... Was waren die größte Enttäuschung der Saison? War die größte Enttäuschung der Saison Gladbach oder... Hey, Wolfsburg ist sogar super. Ja, guck mal, Wolfsburg ist 12. Ja, Hertha noch krasser. Ja, aber ist okay, kann ich mal arbeiten. Hätte man auch andere nehmen können, aber ich habe sie in meiner Tabelle, ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig, ich glaube auf Platz 8 oder auf Platz 9 gehabt. Und wenn du eigentlich Champions League spielst dieses Jahr und dann halt wirklich nur auf 8 finishen solltest, in der ersten Pokalrunde tendenziell vielleicht jetzt noch rausfliegst, deinen Trainer als erstes wechselst, also wir reden jetzt hier nur von meiner Prediction, dann können... Bro, ich habe einfach deren fucking Saison predicted. Albert Einstein. Cool, ja, aber auch, ja. Kann man wahrscheinlich von einer Enttäuschung sprechen, zumal sie keinen wirklichen wichtigen... Digga, die Qualitätsschwankung in den Predictions ist, teilweise bin ich relativ weit oben, aber teilweise bin ich auch ganz weit unten. Die Stammspieler verloren haben und sogar noch Geld ausgegeben haben für eben zum Beispiel Bono. Ja. Aktuell Enttäuschung der Saison auf VfL Wolfsburg. Kommen wir zur letzten Kategorie und das ist Breakout Star der Saison und... Oh, ich weiß, ich habe Paulinho von Leverkusen genommen, weil ich mir so ein Scouting-Video von, Christoph von, weiß nicht, ob der damals schon bei OneFootball war, aber der hat so ein Scouting-Video darüber hochgeladen, über Paulinho. Und, hab mich ein bisschen anstecken lassen. Ich glaube, ich habe Paulinho gesagt. Und da habe ich, finde ich, einen sehr interessanten Spieler und das ist Paulinho von Bayern 04 Leverkusen. Der war super lange verletzt, ist, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren zu Leverkusen gekommen. Lass mich kurz nachschauen. Der ist sogar schon 2018 zu Bayern 04 Leverkusen. Gerade. What the actual fuck, Alter. Damals sein Marktwert noch 25 Millionen Euro betragen. Nee. Der ist jetzt runtergegangen auf 18 Millionen Euro, laut Transfermarkt.de. Weiß Call. War eben auch lange Zeit verletzt. Hat bis jetzt erst in 3 Jahren 29 Bundesligaspiele gemacht. Aber wenn du Gray verkaufst und Bailey verkaufst, ist es für mich ein Zeichen, dass Bayern 04 Leverkusen von ihm überzeugt ist und ihm jetzt mehr Einsatzzeiten geben möchte und auch auf ihn baut. Ich glaube, Paulinho könnte diese Saison richtig Spaß machen bei Leverkusen. Ich glaube, der könnte überzeugen. Wenn Leverkusen so stark spielt, wie ich sie einschätze und wie ich sie predicted habe, glaube ich, wird Paulinho da einen Anteil dran haben. Paulinho ist mein Breakout-Star, Geheimtipp, vielleicht übertrieben, der Saison. Ich glaube, der wird rasieren. Freunde, und dann war es das von meiner Bundesliga-Prediction 2021-2022. Also ich sag euch ehrlich, was erzähle ich jetzt hier? Ich höre mir erstmal noch mal eine Minute zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächstes Jahr im Mai wieder, wenn wir uns darüber lustig machen. Ich habe dieses Jahr aber mich tatsächlich echt super lange mit den einzelnen Mannschaften beschäftigt. Ich hoffe, man hat es gemerkt. Ey, Bro, der hat voll die nice Uhr an. Mashallah. Da hatte ich die gerade ganz neu, ne? Ja. Da hatte ich die gerade 2-3 Wochen, Bruder. Ich war so stolz auf diese Uhr. Ich habe sie so geliebt. Für mich eine viel bessere Prognose als die Zweitliga-Prognose gewesen, weil ich hier mir einfach so ein bisschen einbilde, dass Sweet. Bin ich ganz ehrlich. Ja, auch wenn Prediction immer schwierig ist und. Ja, mach eine Fußballshow. Aber ich finde, es war okay. Also mal ganz im Ernst. Was gibt dir der Prediction? Ich würde sagen, eine 6 von 10. Na, 5 von 10 oder 6 von 10. Was sagt ihr? 5 von 10 oder 6 von 10. Ja, treffen uns in der Mitte, sagen wir 5,5 von 10. Da war halt richtige Scheiße drin. Aber da war auch, also wenn ich überlege, ich habe den besten Einkauf der Saison meiner Meinung nach richtig. Ja, okay, Topscorer, Meister Tore war jetzt kein krasser Call. Aber ich habe die erste Trainerentlassung richtig. Ich habe die Enttäuschung der Saison halbwegs richtig. Ich habe so ein paar Sachen angeteased, so, dass ich glaube, dass der Trainer von Frankfurt halt stabiler, also das Glasner stabiler als Dings. Hütter performen wird. Aber da war halt auch übel die Scheiße drin, ne? Ich meine, da war halt auch drin, dass ich glaube, dass Kobel kacke ist. Ich habe Köln auf der 17 gehabt, Freiburg auf der 13. Ich glaube. Also ich weiß, also vom Gefühl her war die aber besser als die vom letzten Jahr. Also die vom Jahr davor war, glaube ich, richtig beschissen. Da habe ich, glaube ich, Schalke auf 5 oder so gehabt.